Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, die 12 zum Gruße, zu einem weiteren Teil von Let's Play Das Schwarze Auge, Schatten über Riva. Und lange ist es her, seit ich das nochmal gezockt habe. Ich versuche mich jetzt mal erst so wieder ein bisschen reinzufinden. Wir sind in der Gruft unter dem Boronsanger. Da haben wir uns vor zwei Parts, glaube ich, sogar schon reingeschlagen. Wir haben die ersten Kämpfe dort gegen Skelette waren es, glaube ich, bestanden. Wir sind erstmal ganz gut unterwegs. Wir haben unseren Stadtplan dabei. Den sollten wir eigentlich Andrea geben. Die ist als Streunerin da und Ortskundige wahrscheinlich besser unterwegs. Ansonsten haben wir aber, glaube ich, noch nichts so Nennenswertes an Gegenständen gefunden. Thorgrim hat auf jeden Fall mal eine Kristallkugel dabei, na, wenn das mal nicht toll ist. Okay, gut, nee, dann können wir an der Stelle mal direkt zurück und uns hier weiter durch diese Gruft bewegen. Da kamen wir her. Da geht's hin. So. Ich meine, also ich kenne den Dungeon noch ganz gut. Ja, das sieht ja mal auf jeden Fall so aus, als ob da eine Tür wäre. Na, sollen wir das Ding mal aufmachen? Ja, vielleicht noch nicht. Komm, wir warten noch mal ein bisschen. Oder sollen wir es doch aufmachen? Ich weiß es nicht. Ah, wir gucken mal rein. Kommt. Wir gucken mal rein. Achso, ich muss da draufklicken, ne? Nach mehreren Versuchen wirft Kuglim wütend die Dietriche auf den Boden. Nichts zu machen, schimpft er. Das Schloss ist nicht zu knacken. Zadine untersucht zuerst die Wand, dann konzentriert sie sich. Seid ihr sicher, dass da eine Tür ist? Fragt sie schließlich. Ich kann nichts erkennen. Dann bin mir da ziemlich sicher. Will ich es nochmal versuchen? Okay, noch einmal. Naja. Naja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Wir können ja mal gucken. Haben wir uns bis hierhin schon vorgewagt? Finden wir es raus? Ja, doch, ich glaube schon. Ne, das hier waren die, doch, das war dieser Raum mit den Leichen und so weiter, ne? Ja, ja. Die Musik finde ich teilweise ein bisschen zu aufdringlich, muss ich übrigens sagen. Das ist ja ein Problem, was ich schon häufiger hatte hier. Bei dem Spiel, also zumindest halt bei dem zweiten Teil. Aber da lag es eindeutig auch an Soundbugs. Ja, versuchen wir mal das Schloss zu knacken. Kurklein. Oh. Der Golem hinter der Tür scheint nur auf euch gewartet zu haben. Auf jeden Fall greift er euch an. Kaum, dass ihr den Raum betreten habt. What? Haben wir nicht schon gegen den gekämpft? Ich bin gerade etwas irritiert. Sichern. Ich glaube, wir hatten schon gegen den gekämpft, oder? Du kannst hier mit dem Bogen des Arterium bestimmt schießen. Naja, wobei das auf der anderen Seite. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wechseln mal die Waffe auf. Doch nicht. Achso, Moment mal, sie hat das Schwert des Arterium drin, ne? Stell dich mal neben dran. Ich will, dass der einen Schritt näher kommt, dann kann ich ihn hier besser erwischen. Okay, das läuft doch. Ja, den werden wir jetzt übel mitspielen, den Burschen. Na, auf der anderen Seite müssen wir natürlich uns ein bisschen vor ihm in Acht nehmen. Wenn er uns attackiert, dann werden wir keinen Spaß haben, wenn er denn trifft. Aber das Gute ist ja eigentlich, dass unsere Truppe hier
jetzt ja eigentlich nur noch die Attacke schaffen muss, denn wenn er einmal pariert hat, dann kann er die Folgeattacke nicht mehr parieren. Und da kommt dann Koglims mächtiger Ordner so gut zum Einsatz. Wenn er nur noch die Parade verkackt, so wie hier, dann wird er halt direkt noch mehrfach gestraft. Auch Streitwarz Zweihänder kann hier doch fürchterlichen Schaden anrichten. Ja, jetzt ausnahmsweise mal ein nicht geglückter Kailana, die zuerst dran war. In jedem Falle haben wir gerade einen Golem niedergestreckt. Und das heißt doch, hier ist übelste Magie am Werke. Und Salino und Handor sinnieren noch darüber, ob es jetzt... Achso, ich muss die Leertaste, glaube ich, drücken. Ne? Salino und Handor sinnieren noch darüber, ob es jetzt eine elementare Herbeirufung oder eine dämonische Beschwörung war. In dieser Ecke liegen im Wesentlichen blanke Knochen. Hin und wieder sind noch Reste von Kleidung zu erkennen. Als ihr näher tretet, gerät Bewegung in den Knochenhaufen. Insgesamt 5 Skelette erheben sich und greifen euch an. Gut, also ich konnte das klären. Das hatte einfach nur damit was zu tun, dass wir fast einen identischen Kampf vorhin schon hatten. Handor tritt da mal den Rückzug an. Der ist als Magier auf jeden Fall der Falsche, um sich da mitten ins Getümmel zu stürzen. Ja, und da kann man nicht hin, ne? Das ist blockiert. Das ist nicht so gut eigentlich. Ich würde doch gerne mit Kailana was machen. Zauber doch mal einen Acceleratus auf dich. Den kannst du doch gut. Schwuppdiwuppdiwupp. Ah, der läuft jetzt hinten rum. Okay. Oh, danke, du Vollpfosten. Der belegt jetzt natürlich da direkt den Punkt. Komm, Andrea, hilf mal aus. Wir schalten jetzt gleich mal das erste Skelett aus und dann wird das hier ein bisschen besser. Ja, Strahlwart, du kannst hier erstmal sichern, da passiert noch nichts. So, gucke, mach ihn selig. Ja, lauf mal ein bisschen zurück. Komm hier, Kailana, mach mal. Oh, hat er das pariert? Das gibt's ja nicht. Da ärgert sich Koglim allerdings. Ja, um das gerade nochmal also aufzulösen. Ich hatte ja im letzten Teil schon einmal eine Begegnung mit einem Golem. Und auch mit Skelettkriegern allerdings, nicht mit normalen Skeletten wie hier jetzt, sondern mit Skelettkriegern. Ist schon ein bisschen merkwürdig dann hier. Boah, der Koglim, der macht halt echt... Ja, Kleinholz kann man nicht sagen, ne? Also Kleinstknochen. Knochenpulver vielleicht oder Knochenseife aus denen. Boah, nicht schlecht, Kailana. Aber irgendwie bringt der Acceleratus hier nicht mehr den gleichen immensen Vorteil, wie der das in vorherigen DSA-Teilen gemacht hat. Stimmt, der wurde doch deutlich genervt. Wie die Elfen sagen würden. Also vorher hatte man ja dadurch doppelt so hohe Bewegungspunkte und konnte 2 Attacken pro Runde schlagen. Das ist jetzt hier schon deutlich näher an dem späteren Regelwerk. Wo der Acceleratus doch auch dann deutlich abgeschwächt wurde. Das ist halt überwiegend noch das dritte Regelwerk, in dem sich das Spiel hier befindet. Und da waren halt manche Zauber ja wirklich noch immens stark, wohingegen andere sehr schwach waren.
Aber der Accelerator ist definitiv einer der stärksten Zauber gewesen bis dahin. Zumindest auch wie er dann hier regeltechnisch umgesetzt wurde. Aber wir wollen ja hier nur das Werk der Zwölfe verrichten. Insofern, komm Spiel, gib uns eine Chance. Oh ja, hier der Bursche, der haut auch ganz gut rein. Nee, hier der bitte. Komm, noch ein mächtiger Hieb von Streit und meine Bursche ist Geschichte. Na, da komme ich jetzt gar nicht hin. Ne? Na, das waren mal sinnlos verplemperte Astralpunkte. War's hier. Ganz schön stramm. Schwerter zu mitnehmen. Ich weiß nicht. Ich bin da noch nicht so, oder wartet mal kurz. Ah, und jetzt kann ich das hier doch bestimmt so machen. Ha, viel praktischer. Jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, wenn ich jetzt hier rauslaufe und ich laufe jetzt nochmal nach Norden hoch. Wir hatten doch oben diese Truhen. Und in diesen Truhen, da kann man, die kann man ja ganz hervorragend als Depot benutzen. Nee, warte mal, wo waren die denn? Hier waren die. Ah ja. Können wir hier nämlich super stapeln. Da schmeißen wir mal die Schwätsche rein. So, super. Alles klar. Dann brauchen wir die nämlich auch nicht alle mit uns rumzuschleppen. Das ist in der Tat sehr praktisch, wobei das für mich jetzt ist schon... Ich muss mal gucken, ob ich das so weitermache. Das ist schon für mich so ein bisschen Powergaming, ne? Wenn man dann... direkt dann, oh ja, übrigens, wir laufen immer wieder zu der Truhe zurück und so, ne, und dann pilgert man hier so hin und her. Und ich denke mal, wenn wir gerade dabei sind, das Werk der Zwölfe zu verrichten, dann haben wir eigentlich größere Sorgen als jetzt, ich sag mal so, das standardmäßige Gepäck, ne. Hier liegen einige Leichen unordentlich auf einem Haufen, obwohl es in dem Raum sehr kühl ist. Und... Moment. Obwohl es in dem Raum sehr kühl ist und die Toten einbalsamiert wurden, stinkt es entsetzlich in der Kammer. Wollt ihr euch die Zeit nehmen und die Leichen genauer betrachten? Also ich meine, betrachten können wir sie halt schon, ja. Nur, also ich würde sagen, durchsuchen würden wir natürlich nicht machen, weil wir ja Boronsfürchtig sind. Aber betrachten können wir sie schon, vielleicht irgendwie noch so ein kleines Gebet zu Boron sprechen oder so. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, es hat nicht auch Hando oder Zerline. Eine von denen hat doch Schutzgott Boron, oder? Machen wir das mal. Eine ziemlich unangenehme Arbeit. Was? Wie, das Betrachten ist eine unangenehme Arbeit? Okay, ne, dann habe ich das wahrscheinlich falsch verstanden, wie das jetzt gemeint war. Auffällig ist, dass die Leichen augenscheinlich irgendwie haltbar gemacht wurden. Als Streitwert einen der Körper zur Seite zieht, kommt darunter eine dunkle Öffnung zum Vorschein, in der sich etwas bewegt. Entsetzt springt Streitwert zurück, als aus dem Loch vier Ghule gekrochen kommen, die sich dort verborgen gehalten haben. Okay. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Ja, ich glaube, mit denen ist jetzt echt nicht zu spaßen. Ne? Gehen wir ganz schnell. Sehr schön. Also wir schonen hier die Magier halt natürlich, ne, weil... Unsere Magier sind halt zerbrechlich. Wie war das nochmal, sie sind wie Luftballons. Wenn man sie piekst, dann zerplatzen sie oder sowas. Klar, komm, Hando, dann. Ja, du bist ja eingekesselt, ne? Zum
Glück ist Hando eigentlich sehr behende hier. Das ist so krass, wie die sich selbst auffressen. Ach Gott, der muss da einmal komplett außen rumlaufen. Ja, wir sind keine Feiglinge. Wir sind nur extrem vorsichtig. Das einzige Blöde an dieser Sache ist halt, wenn man so eine KI-Spielerfigur dabei hat, wie jetzt zum Beispiel Thorgrim, der stellt sich dann halt immer so unglaublich dumm hin. Dass wir, der stellt sich dann halt immer so unglaublich dumm hin, dass er uns die ganzen Felder blockiert, wo wir uns eigentlich hinstellen würden. Aber das ist jetzt geschenkt. Alte Option ist der Angriff, genau. Aber wenigstens ist es ja hier ausnahmsweise dann auch eine Figur, die entsprechend gut mit der Axt umgehen kann. Das ist ja schon beeindruckend. So, jetzt müssten wir ihn doch mal bekommen, oder? Wir kloppen dazu dritt auf ihn ein. Streitwart, mach ihn alle. Die Animation ist einfach toll gemacht. Das ist so detailreich irgendwie. Ich finde das klasse. Oh, ein Paradepatzer mit 26 Schaden. Das ist bitter. So, und jetzt noch ein heftiger Hieb von Streitwart, dem er leider ausgewichen ist. Dann hätten wir den auch. Ja, also mit genauer Ansehen war halt wahrscheinlich wirklich da in diesem Leichenberg rumwühlen gemeint, das halt echt nicht unser Ding gewesen ist. Insofern sollten wir dann auf jeden Fall Marobo um Verzeihung bitten. Das war ja nicht ganz so unsere Absicht. Okay, also was ist jetzt hier? Die Leichen auf diesem Haufen sind deutlich schlechter erhalten als sie nebenan. Dafür sind sie aber auch um einiges lebhafter, denn drei der Toten erheben sich und greifen euch an. Okay. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich muss hier irgendwas an den Musik drehen. Fies Kind. So, ne, warte, komm hier. Der Kuglim zerlegt den Burschen noch. Ich muss übrigens noch hier die das Wundenheilen anwenden. Denn es besteht ja nach jedem Kampf immer die Gefahr, dass man sich damit irgendwas infiziert hat oder mit etwas in Kontakt gekommen ist, mit dem man nicht in Kontakt kommen wollte. Hier natürlich Zombies. Nicht schlecht. Das
Team nicht erreichbar. Weg blockiert, zu weit. Mhm. Ja, dann stelle ich mal hier hin, Streitwart. Oh Gott, Saline, pass bloß auf da hinten. Oh, Paradepatze. Okay, sehr krass. Oh, Kaelana hat's erwischt. Schafft ihr das zu zweit? Okay, sie schaffen es. So, dann sollten wir vielleicht... Achso, wir können hier jetzt gar keine Talente anwenden. Okay. Also wir haben hier diese Option, dass wir... so eine kurze Pause einlegen. Die haben wir hier gar nicht. Das gab's ja vorher. Ah, schon wieder ein Pentagramm. Wir können es uns mal angucken, aber ich will da eigentlich nichts großartig mitmachen. Bronzer 4. So, bitte. Zurück zur Action. Auf die Wand wurde ein rotes Pentagramm gemalt. Wollt ihr euch den Wandschmuck genauer ansehen? Ja. Es wurde sicher noch etwas beigemischt, um diesen dunklen Farbton zu erzielen, aber der wesentliche Bestandteil der Farbmischung dürfte Blut sein. Das sind wirklich gar unheilige Hallen. Ein fettes Streitwart. Gut, wir öffnen bitte noch. Wir sollten hier ganz, ganz vorsichtig sein, denn ich meine, das sieht mir hier nach so einem Ritualraum aus. Wie sagt Handor, die Kerzen auf dem Boden verheißen nichts Gutes. Extrem vorsichtig. Was sind wir hier? Antikrankheitselixier und Gegengift. Gegengift für Kaelana. Und das Antikrankheitselixier ist eigentlich auch gut. Jetzt gehen wir mal gerade Streitwart. Was ist hier? Die Leiche auf dem Tisch liegt regungslos da. Da es in dieser Gegend Untote geben soll, ist das alles andere als selbstverständlich. Die Tiegel, die um den Kopf der Leiche angeordnet sind, enthalten verschiedene Farben und stark duftende Kräutermischungen. Wollt ihr die Leiche genauer anschauen? Das kommt halt jetzt drauf an, wie das gemeint ist. Ich sag mal ja. Kugeln berührt vorsichtig das Zeichen auf der Stirn und zupft mit spitzen Fingern an der Haut herum. Igitt, plötzlich hält er sie in der Hand. Ohne dass sich der Tote sonst verändert hätte, Kuglum zögert einen Moment, dann zieht er sich entschlossen die Haut über den Kopf. Entsetzt starrt ihr Kuglum an, auf dessen Schultern plötzlich der Kopf des Toten zu sitzen scheint. Die seltsame Haut hat Kuglums Aussehen völlig verändert. Im Gegensatz zu einer Maske wirkt das Gesicht jedoch lebendig. What? Und Kuglum sieht jetzt aus wie der Typ, oder was? Oder wie, oder was? Hä? Na, okay, gut. Also vielleicht ist es ja dann doch etwas, was der, was dieser... unheilige Totengräber hier genutzt hat.
Kann man mit diesem Pentagramm interagieren? Moment, ich muss gucken. Man konnte doch irgendwie mal... Nee, warte. Man könnte doch womit mal so runterscrollen oder so. Ah, hier. Da ist das. Ich will da nicht reinlaufen in diesen rituellen Kreis. Okay. Als Kogim in das Pentagramm tritt, verschwimmt seine Sicht, die Kerzen sondern einen betäubenden Duft ab. Und obwohl er wie verrückt zu rennen beginnt, gelingt es ihm nicht, das Pentagramm zu verlassen. Je schneller Kogim läuft, desto weiter scheinen die Ecken des Pentagramms von ihm wegzufließen. Das Pentagramm dehnt sich aus und der Boden unter ihm fühlt sich immer weicher an, bis er das Gefühl hat, in einem Meer von Blut zu warten. Plötzlich spürt Kogim, wie sich eine Hand um seinen Arm schließt und ihn nach oben zerrt. Verwundert starrt er Andrea an. Du bist in das Pentagramm getreten und umgefallen wie ein Reissack auf Maraskan, lacht Andrea. Wollt ihr die Kerzen löschen? Ja. In aller Ruhe nimmt Handor eine Kerze nach der anderen und rückt sie mit dem brennenden Ende auf den Boden, wobei er aber peinlich genau darauf achtet, außerhalb des Pentagramms zu bleiben. Okay. Mit der 5 können wir die Sicht wieder zentrieren. Und wir sollten uns mal Kogim angucken. Ist der ansonsten in Ordnung? Ist der noch halbwegs beieinander? Okay, gut, alles klar. Dann werden wir den Part an der Stelle beenden. Leute, das war ja echt verrückt. Ich würde mal sagen, so aus Gründen des Realismus sollte es wahrscheinlich Andrea sein, die diese Totenmaske anprobiert hat. So Worst Case, wie die Elfen sagen würden, vielleicht noch Handor, oder? Naja, schauen wir mal. Also es ist halt so, dass dem Helden, der vorne steht, dass dem halt immer alles passiert oder häufig alles passiert. Das ist für das Spiel das Einfachste gewesen. Auch wenn es aus spieltechnischen Gründen vielleicht mit anderen Dingen realistischer gewesen wäre. Jetzt muss ich aber nochmal gerade gucken. Ach, da ist die Gottheit Hesinde. Hat nicht einer Boron von meinen Jungs und Mädels? Nee. Ah ja, okay, gut. Nee, dann sind wir soweit Paletti, hätte ich jetzt gesagt, ja, parat. Und sehen uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid zu einem weiteren Teil von Let's Play Das Schwarze Auge Schatten über Riva. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.